Yeah, das ist Kabu, fangt an zu zittern, denn das hier ist meine Runde 2. Dieser Shit geht raus an mein Mann POJ aus dem allerersten Video, checkt ihn ab. Geht raus an Max und Wesley an den Kameras. Raus an Asiat Katal für die ersten zwei Mörder-Beats. Raus an Momo von 2 Plus für dieses unglaubliche Brett hier. An alle meine Leute aus Tübingen, Supporter, Voter, vielen Dank. Sag, was soll ich dir erzählen von einem harten Leben? Von Flammenbotten, die meinem Heimatland die Straßen nehmen. Was soll ich dir erzählen in diesem Garten Eden? Musste niemals flüchten, während Breiten gerade beten. Wurde nie gefoltert, nur weil ich die Wahrheit sprach. Keine Wassertropfen prasselten den ganzen Tag bis zur Nacht, wochenlang auf meine Stirn drauf. Niemals löscht denn diese Ficker mir mein scheiß Gehirn aus. Habe keine Kinder, musste sie nicht überleben. Was soll ich dir erzählen, bis hier ist mir das Glück ergeben. Sie hängen mir keine Vergewaltigung an meinen Arsch, nur weil ich richtige Geschichte zeigte, wie bei Assange. Was soll ich dir erzählen? Ich bin ein kleiner Mann, 20 Jahre jung, in einem reichen Land, der ein bisschen rappen und ein bisschen zeichnen kann, doch keine Bücher füllt mit seinem politischen Weisheitskram. 92 hier geboren, im Professor-Nebelhaus, eingewickelt in die Nabelschnur, so begann mein Lebenslauf. Tübinger von Kopf bis Fuß, und ich hab mir früh gelernt, dass man sagt, hinterfragt, ist es was die Lüge lehrt. Sag mir, soll ich dir erzählen, dass 9-11 mich von Grund auf geändert hat, dass hier jetzt ein Rebel spricht? Soll ich dir erzählen, dass dieser Mord an Kennedy immer zum Gedenken in meinem Kalender hing? Erzählt, dass der arabische Frühling mir wieder Glauben gibt an diese Menschheit mit ihrem tierischen Raubinstinkt. Erzählen, dass als wegen Hassel auf die Mauer gefallen ist, ich dachte, oh, jetzt mach ich auch Musik. Was ein Quatsch, Mann, ich war schon immer wie ich war. Ein kleiner Motherfucker mit ner großen Fresse wie ein Hahn, der die Zeche nicht bezahlt, ein Fick gibt auf die Kameras und in Fernsehshows das Hintergrundgelächter nicht mag, dem die ganze Werbung hier seinen Kopf sprengt, der lieber Texte schreibt und nur Setten am Block hängt, dem Equilibrium und God Bless America gefällt, Bücher liest wie 1984 oder schöne neue Welt. Vielleicht haben ja ein paar Dinge in der Politik mir mein Misstrauen noch mehr gestärkt, als es eh schon ist, zum Beispiel, dass man nur über das spricht, was gerade aktuell ist. Vielleicht WikiLeaks, Google, Tibet oder Index. Shit, was weiß ich, vielleicht noch ein, zwei Dinge mehr. Trotzdem hat's mich nicht so krass geändert, dass ich das erklär. War schon immer kritisch gegenüber jeder Religion, hab diskutiert mit Jesus, like Sekten mit den Scientologen. Bin eh der Meinung, dass mein Staat und Glaube deutlich trennt und Fanatisten kein Deut besser sind als Diktatoren. Mir fehlt Inspiration in einer goldenen Generation. Hatten keinen Hunger, Bombenattacken oder die Inflation. Neben von iPhone zu iPhone, was gestern in den Medien war, haben wir heute wieder schon vergessen. So geht es jeden Tag. Also sag, was soll ich dir erzählen, Mann? Hab mein ganzes Leben noch vor mir, damit ich diese Welt verstehen kann. Du hast die Macht, also sammel ich Kraft. Pack mein Waffenarsenal zusammen, Bleistift und Blatt. Die sagen, änder Politik, du brauchst nur Wörter dazu. Leg mein Ohr auf diese Schienen, doch ich höre nur den Zug. Die sagen, du hast die Macht, also sammel ich Kraft. Pack mein Waffenarsenal zusammen, Bleistift und Blatt. Die sagen, änder Politik, du brauchst nur Wörter dazu. Leg mein Ohr auf diese Schienen, doch ich höre nur den Zug. Die sagen, du hast die Macht, also sammel ich Kraft. Pack mein Waffenarsenal zusammen, Bleistift und Blatt. Die sagen, änder Politik, du brauchst nur Wörter dazu. Leg mein Ohr auf diese Schienen, doch ich höre nur den Zug. Sie sagen, du hast die Macht, also sammel ich Kraft. Pack mein Waffenarsenal zusammen, Bleistift und Blatt. Sie sagen, änder Politik, du brauchst nur Wörter dazu. Leg mein Ohr auf diese Schienen, doch ich höre nur den Zug. Sie sagen, du hast die Macht, also sammel ich Kraft. Pack mein Waffenarsenal zusammen, Bleistift und Blatt. Sie sagen, änder Politik, du brauchst nur Wörter dazu. Leg mein Ohr auf diese Schienen, doch ich höre nur den Zug.